nochmal an die ganze Bildredaktion. Erstmal, ihr versucht mich den ganzen Tag zu erreichen und wollt mich zu einem Gespräch und wollt wieder irgendwelche Fragen stellen. Guck mal, jeder kann kommen von euch, wir machen ein Gespräch, ich filme das, ungeschnitten wird es hochgeladen auf YouTube, das ist mein Angebot. Eure aus dem Kontext gerissene Scheiße braucht kein Mensch. Außerdem könnt ihr noch 100 Artikel darüber machen, wie der Antisemitismus in Deutschrap grassiert. Es wird trotzdem kein reales Problem. Also, was ihr da künstlich versucht, das geht komplett an der Realität vorbei und euch kauft die Scheiße auch keiner ab, außer 40, 50-jährige Spastis. Denn ich habe mich ja schon mit einigen jüdischen Schriftstellern und, ich sag mal, Prominenten, in Anführungszeichen, getroffen und alles schon mal durchgekauft. Die ganze Nummer ist ja schon durch. Also dieses künstliche Problem des Antisemitismus in Deutschland, was ihr hier aufmachen wollt, das kauft euch keiner ab. Und ihr wisst genauso gut, wie wir das alle in der Hip-Hop-Szene auch durchblicken, was ihr macht, ist eine Farce. Ihr versucht zwanghaft, krampfhaft immer dieses Antisemitismus-Problem bei uns reinzudrücken, in unsere schöne Multikulti-Hip-Hop-Kultur Öl ins Feuer zu gießen, wo gar kein Feuer ist. Warum? Ihr macht das natürlich erstens aus Gründen der Rufschädigung, ihr wollt unserem Ruf schaden, Boss und Banger, ihr habt da ein paar kleine Haters jetzt in der Redaktion und zweitens müsst ihr natürlich auch gucken, dass eure Quote irgendwie ja, überlebt. Und da ist Deutschrap natürlich immer ein gern genommenes Thema, denn es ist immer ein schönes Thema, wo sich die alten Opas und Omas dann drüber aufregen können und empören können. Und es ist ein Thema, was dann auch irgendwie die Jugend tangiert. Die Jugend stirbt euch ja weg als Leserschaft. Kein Mensch liest mehr die Bildzeitung. Ihr sterbt ja aus. Macht euch natürlich Sorgen. In diesem Sinne, viel Erfolg. Macht weiter eure Berichte. Wie gesagt, meine Einladung steht. Jeder Redakteur kann da kommen zu mir. Ich filme das ganz fair. Wir machen ein Gespräch. Und dann kann sich jeder auch nochmal objektiv dazu ein Bild machen. Das ist mein Angebot. Und es wird ungeschnitten hochgeladen. Wenn ihr dieses faire Angebot von Kollege Demboss jetzt nicht annehmen solltet, was ihr nicht tun werdet, weil ihr keine Eier habt, dann beweist ihr nur damit, euch ist nichts daran gelegen, irgendein Problem, was ihr als real erachtet, zu diskutieren und eventuell zu lösen, sondern es geht euch um reine Rufschädigung. Und auf diese Rufschädigung, da können von mir aus auch Millionen Menschen Ü40, Ü50 drauf reinfallen. Das tangiert mich relativ peripher, denn meine Hörerschaft, wie gestern schon gesagt, sind Leute mit was im Köpfchen, das sind smarte Jungs, die peilen das schon. Also, macht eure Artikel, heute könnt ihr wieder welche machen, morgen kommt dann auch noch was bestimmt. Ne? Schreibt schön, ihr kleinen Schreiberlinge. Ihr kriegt ja immerhin dafür 1.500 € im Monat. Schreibt, was euch der Chef da sagt. Und der Rest an unsere Fans. Es kommen noch geile Sachen vom Boss und Banger hat die Augen offen. Und jetzt nochmal zu guter Letzt ein paar ehrlich gemeinte Worte an alle jüdischen Vertreter der Bevölkerung, die vielleicht jetzt so ein bisschen, tatsächlich, vielleicht ist man verunsichert. Kann sein, durch Zeilen, die man einfach mal so liest, aus dem Kontext gerissen. Ich sage euch eine Sache. Wir sind alles Menschen. Wir haben alle denselben Ursprung. Wer welche Religion hat, wer welche Herkunft hat und was weiß ich, Alter, es interessiert uns null. Wir bewerten den Menschen nach seinem individuellen Charakter. Ganz einfach. Und dieses Öl, was ins Feuer gegossen wird, fällt nicht darauf rein. Wir sind alle eine Kultur. Womit wir ein Problem haben, ist die Politik Israels, genauso wie wir ein Problem haben mit der Politik Amerikas teilweise, der Türkei, Russlands und auch Deutschlands. Ja? Eine politische Meinung, keine rassistische. Zwei Unterschiede. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Aufruf. Kommen wir mal wirklich zum Kern der Sache. Unter meiner Community. Es gibt bestimmt einige unter euch, die sind jüdischer Herkunft. Bitte meldet euch bei mir. Sagt mir mal, ob Boss und Banger euch irgendwie antisemitisch rüberkamen oder ob ihr irgendwas vielleicht beleidigend fandet. Meldet euch. So, also ihr seht, ich investiere eigentlich viel zu viel Zeit und Energie in dieses Problem, das gar keins ist und das uns hier künstlich reingedrückt wird in unsere schöne Kultur. Aber ich habe mir gedacht, ist vielleicht ein guter Anlass auch mal die Mainstream-Medien zu hinterfragen und den Spieß umzudrehen. Zumindest kann man anhand der ganzen Affäre hier mal so ein Stimmungsbarometer, mal so einen Eindruck kriegen, wie aufgeklärt ist denn die Bevölkerung heutzutage? Weil ich habe das Gefühl, wir sind sehr gut vorangekommen, wir sind viele Schritte vorangekommen und die Leute kaufen euch nicht mehr alles ab, was ihr da verzapft. Deswegen wollen wir doch mal austesten, wie viel Einfluss ihr denn überhaupt noch habt auf die neuen Generationen, auf die Zukunft. Ob die immer noch so dumm sind wie Vieh und man die an der Nase rumführen kann oder ob die aufgeklärter sind. Deswegen, Freunde, macht's Maul auf, geht auf die Seiten, sagt denen eure Meinung schonungslos, rein da. Ah, noch ein Nachtrag. So, ist auch eine lange Diskussion hier, die man hier führen muss. Ich könnte auch jetzt ein bisschen Geld verdienen gehen. Naja, auf jeden Fall. Liebe Bild, ich weiß auch, was eure nächsten Moves sind, nur dass ihr das wisst. Ihr werdet heute wahrscheinlich dann Bericht machen über die eine kurze Szene der Karikatur in meiner gestrigen Rede. Ihr werdet euch diese eine halbe Sekunde rauspicken und wieder den Antisemitismusvorwurf auspacken. Oh, die Karikatur, oh, die Juden unterdrücken die Welt, sagt er hier. Ihr werdet ignorieren, dass das Video geschnitten wurde von Mois, dem YouTuber. Ihr werdet auch meine Rede inhaltlich komplett ignorieren, weil ihr keine Argumente habt. Macht weiter. Wir durchschauen euch. So, und zu allerletzt jetzt. Zu guter allerletzt wirklich jetzt noch eine Sache und so heben wir die komplett aus, Freunde, an alle Hörer von uns, die jüdische Wurzeln haben.
jetzt drehen wir den Spieß mal um und ihr werdet mal bevorzugt. Ihr kommt ab jetzt auf Lebenszeit auf jedes Konzert umsonst in den Backstage mit uns chillen. Shalom. Und wenn das Angebot jetzt ignoriert wird von der Bild und nicht thematisiert wird, dann ist das der größte Beweis dafür, dass es denen nur darum geht, Rufschädigen zu betreiben und Probleme zu machen. Öl ins Feuer zu gießen. Also ich warte, Bild-Zeitung, ich warte ab.